guten Abend, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute am Samstag, 7. Januar 2012, 22.30 Uhr, dies hier ist die 3xD, unsere Live-Sendung heute Abend. Die erste Sendung in diesem neuen Jahr, ich hoffe, Sie sind gut reingestartet. Ich bin Uble und diese Themen haben wir heute unter anderem in der Sendung. Heute bei uns im Programm nahe Hüttenbach wurden einige Bäume gefällt. Auch in der heutigen Sendung stellen wir wieder einen brandneuen Kinofilm vor. Ich habe einen Chinesen bei mir zu Hause, den ich ums Verrecken nicht verstehen kann. Kapierst du das oder kapierst du das nicht, du Sesselfurzer? Und wir schauen auch aufs Wetter. Der Winter wird uns voraussichtlich erst wieder am nächsten Wochenende besuchen. Das war gerade der Themenüberblick und beginnen wollen wir die heutige Sendung mal mit ein paar Ausschnitten von den Sternsingern, die auch heute wieder in der Gemeinde Simmelsdorf unterwegs waren, in verschiedenen Ortsteilen. Diese Aktion gibt es bundesweit, also in ganz Deutschland, jedes Jahr zum Jahresanfang. Sternsinger sind unterwegs von Haus zu Haus und sammeln Geld für ärmere Kinder, die es also nicht so gut haben wie wir, die vielleicht sogar in Armut, in schlimmsten Verhältnissen leben. Hier sehen Sie einige Ausschnitte dieser Sternsinger-Aktion. Bitteschön. Da haben Sie gerade einige Videoausschnitte von der Sternsinger-Aktion hier in der Gemeinde Simmelsdorf gesehen. Und jetzt machen wir weiter mit den Lokalnachrichten, hier jetzt zusammengefasst in einem ganz kurzen Überblick. Mal sehen, was die vergangene Woche so alles passiert ist hier in der Umgebung. Hier sind die Kurznachrichten für Hüttenbach und die nähere Umgebung. In der letzten Woche am Montag wurden einige Bäume gefällt in der Nähe von Hüttenbach, genauer gesagt auf der Straße von Hüttenbach nach Oberwinsberg. Für den Verkehr war die Straße für kürzere Zeit gesperrt. Und außerdem, vor wenigen Stunden um 19.30 Uhr hat hier im Sportheim der Spielvereinigung Hüttenbach ein Schnauzrennen begonnen. Die Teilnahmegebühr betrug 10 Euro. Da wurden also einige Bäume gefällt hier in der letzten Woche nahe Hüttenbach. Und jetzt gehen wir weiter in eine kurze Werbepause, aber nur ein Spot, dann sind wir auch schon wieder da hier auf der 3xD. Bis gleich. ADF. Dafür werden Filme gemacht. Willkommen zurück hier aus der Werbung und ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel und da merke ich, dass es jetzt weitergeht mit unserem Kinotipp. Auch letzten Donnerstag ist wieder ein guter Film angelaufen hier in den fränkischen Kinos. Welcher das ist, das seht ihr nun. Na, wie ist das Leben zu dir, mein Lieber? Für den Arsch.
Auf der Schachtel steht 350 Philips Kreuzschlitzschrauben, hergestellt in Argentinien. Ich mache eine auf, da sind 328 drin und in der nächsten sind 326 drin. Nein, nein, ich verstehe kein Wort. Steig ein. Steig in das Auto. Verdammt nochmal, steig in das Auto. Er spricht Chinesisch, wieso verstehen Sie ihn nicht? Ich spreche Kantonesisch, er spricht Mandarin. Andere Sprache. Leck mich am Arsch. Ah, leck mich am Arsch, verstehen. Ich habe einen Chinesen bei mir zu Hause, den ich ums Verrecken nicht verstehen kann. Kapierst du das oder kapierst du das nicht, du Sesselfurzer? Hast du dir einen Gehilfen zugelegt? Das ist ein Chinese, der in einer Woche wieder weg ist. Das war gerade der Trailer zu Chinese zum Mitnehmen. Dieser Film läuft seit Donnerstag, 5.1. in den fränkischen Kinos. Sie sollten ihn sich ansehen, wenn Sie 12 Jahre oder älter sind. Vorher können Sie nicht rein. Freigegeben also ab 12 Jahren. Er dauert 93 Minuten, also ungefähr anderthalb Stunden, etwas länger. Und er wurde diesen Sommer in Spanien und Argentinien gedreht, 2011. Ja, und es ist auf jeden Fall eine Komödie, da haben Sie was zu lachen. Unser Kinotipp für diese Woche. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Dreieckshütte. Servus. Sie sahen also gerade den Kinotipp und den werde ich mir eventuell auch mal ansehen. Dieses Wochenende vielleicht noch. Jetzt geht es hier weiter im Programm mit Wetter und Sport kompakt und wir geben direkt wieder weiter ins Studio Hüttenbach, also zurück. So, jetzt schauen wir noch schnell auf Wetter und Sport kompakt. Ich habe mal hier die HDF-Wetterkarte angeklickt im Internet und da sehe ich, dass auch morgen am Sonntag am 8. Januar wieder Schneeregen dabei sein wird. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also wir haben hier eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 70% und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 4 Grad, also die sind relativ konstant. Auch am Montag wird es weiter Regen, Schneeregen geben, erst so gegen Nachmittag, dann wieder bewölkt, aber die Sonne wird sich nicht zeigen. Das gleiche ist am Dienstag, da wird allerdings dann der Regen weggehen, die Wolken bleiben. Unsere Vorhersage darum, Winter, der ist nur in höheren Lagen, also über 650 Metern unten im Tal, da ist nichts liegen geblieben von den letzten Tagen, dem Schnee. Und ihr könnt auf unserer Homepage hdf.tv vorbeischauen, da einfach mal auf Wetter klicken, da habt ihr immer die aktuellen Informationen aus Hüttenbach. Jetzt schauen wir noch kurz auf den Sport, und zwar der 1. FC Nürnberg ist ja jetzt ins Wintertrainingslager gestartet in die Türkei. Und sie haben einen Neuzugang jetzt die letzte Woche verpflichtet, die letzten Tage. Adam Husek nennt er sich und der kommt aus der Tschechei, aus Turnov. Ja, und er ist 23 Jahre alt und wird das Mittelfeld, das offensive Mittelfeld beim Club verstärken. Mal schauen, wie er einschlagen wird. Die anderen Clubs sind auch in der Winterpause. Die nächste Spieltag ist erst am 21. Januar. Dann geht es wieder los mit der Bundesliga-Rückrunde. Jetzt wieder zurück auf die Dreieckshütte. Dies war's jetzt mit den Wetter- und Sportkompakt live aus Hüttenbach geschildert. Heute am Samstagabend, 7. Januar 2012. Es war mir eine Freude, dass Sie heute dabei waren. Wir sind am Ende unserer Nachrichtensendung. Das nächste Mal sehen wir uns am nächsten Samstag schon wieder, 14. Januar, abends gegen 23.15 Uhr. Einfach wieder einschalten hier, hdf.tv.g, da oben ist die Webseite. Da schreiben wir immer rein auf Sendeplan, dort auf der Homepage, wann die nächste Sendung läuft. Also da sind Sie auch unter der Woche top aktuell informiert, wenn irgendwas ausfällt oder was verschoben wird. Ja, Sie können auf dieser Homepage also mit uns in Kontakt treten, Wünsche oder Kritik zur Sendung hier loswerden. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Ja, noch ein paar Hinweise von eigener Sache hier vom Sender. Und zwar, wir haben die Sendung ja auf ein Minimum gekürzt. Also da sind einige Rubriken rausgenommen worden, beziehungsweise rausgeschnitten worden. Und jetzt ist die Sendung also nur noch 8 bzw. 9 Minuten lang, also nicht mehr länger als 10 Minuten. Das schaffe ich auch zeitlich nicht mehr, weil wir haben jetzt auch noch andere Projekte am Laufen, habt ihr gesehen. Ja, die Musik, die wir immer hier drunter, die Nachrichten drunter legen, die wird häufig hier von YouTube gesperrt. Da gibt es einige Aufsichtsfirmen, die da also ganz genau schauen, ob Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Und dann wird es also rausgeworfen, das Video. Und wir schauen einfach, dass wir jetzt hier Musik erwischen zum drunterlegen, dass da nichts mehr, ja, beiseite geschoben wird. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus, tschüss, euer Uble, macht's gut, schreibt schön Kommentare bei YouTube und bis zum nächsten Mal.